Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World DS Part 2. Keine Ahnung wie viel. Es geht weiter mit dem Kampf gegen Black Tyrannomon. Wir haben vergessen, uns aufzuheilen. Wow, ne? Scheiße. Shit happens. Ja, shit happens. Wobei. Ja, du machst Iron Shell auf unseren Hard Fighter. So. Und Jonas ist jetzt zum Heilen zuständig. Ups. Ich springe gerade im Desktop hin und her. Geil. Ich glaube, ich bin gerade eben auf das Touchfeld meines Laptops gekommen. Und das da. So. Bling. Irgendwie sieht er ja auch cool aus, oder? Der Dark Black Tyrannomon, ne? Beziehungsweise Dark Tyrannomon. Ja komm, eins Langriff reicht. Bashen wir unser ganzes Mana raus. Beziehungsweise MP, Magic Points. Dark Blast. Wow. Wow. Das tut weh, hä? Komm, weiter Verteidigung aufbauen. Ich würde sagen, er ist nämlich der Letzte, der es sterben sollte. Das ist der Einzige, der Schaden raushaut. Gabumon. Gabumon, aber den solltest du den hältst du jetzt, oder? Naja, Jonas ist dafür zuständig, Heil-Items zu verteilen. Solange er noch lebt. Okay, weil, Ed, aka Gabumon, macht eben am meisten Schaden. Tack, tack, tack. Gott. Ja. Ist klar, jetzt noch ein Critical gemacht. Vielen Dank. Gut, dass ich genug Heilmittel gekauft habe. So, jetzt machst du es auf dich selbst. Bling, bling. Ich weiß nicht, ob das was nutzt, aber egal. Gucken wir mal. Oh, sterb. Und jetzt habe ich vergessen zu heilen. Egal, gucken wir nach. 29! Ich wollte nur, dass Jonas mal ein bisschen fühlt, wie man sich fühlt, wenn man mal angreifen darf. Hab ich nicht verklickt? Nein, nie, ich doch nicht. Oh Gott. Goma hat das jetzt wie viel? Weniger gemacht. Nein, du sollst nicht angreifen. Und natürlich bin ich auf die falsche Taste gekommen. Egal. Item. Oder Item. Goma. Ich gehe jetzt hier eine Nummer sicher. Also Geld kriegt man, glaube ich, indem man noch kämpft. Also ich habe einiges an Geld gekriegt durchs Training wieder. Wow, ich glaube, wir haben jetzt schon ein Viertel fertig. Ey, ein Drittel! Ey! Meine Güte, geht das schnell. Wow. Und natürlich ein Critical Hit. Nee, das war dein Dark Blast. Das macht schon so viel Schaden. Ach so, okay. Iron Shell auf dich selber? Ja, wieso hast du es auf? Kann man ja auf jeden machen. So. Du das weiter Items benutzen. Voll das Trankkind, armer Jonas. Meine Lache hört sich wirklich schlimm an, oder? Geht. Ich glaube, meine klingt schlimmer. Na komm, stirb. Stirb! Langsam! Vier! Punkt! 5 Slash Digimon. Wie kommen wir nur auf so einen total bescheuerten Blödsinn? Ich hatte schon in der letzten Pokémon-Folge doch Dead or Alive Pokémon. Ich bin jetzt einfach optimistisch, dass er jetzt kein Dark Blast auf Gomamon macht. Wenn doch, ist Gomamon tot. Goma. Ich fand das so süß, dass der in der ersten und zweiten Staffel hat er ja ganz normal gesprochen. Aber dann kam er in der vierten Staffel dann dazu und was er immer bla bla bla, Goma, bla bla bla, Goma. Immer so ein Goma dran gehangen hat, ne? Wen hältst du jetzt? Gabumon oder? Ich mache einen Doppelheiler. Du kannst doppelt heilen? Wow. Zwei Felder nebeneinander.
Es gibt später auch Angriffe, die da ist genau festgelegt, welche Felder die angreifen. Also, ich frage mich jetzt gerade, der steht tatsächlich noch auf dem mittleren Feld. Irgendwie sieht das auf der Übersicht oben so aus, als würde der auf drei Feldern stehen. Critical! Geht das auch? Natürlich. Ist nur irgendwie okay. Selten. Zack, zack. Ich kratz dir die Augen aus, ich bin ein Gomamon. Passt das nicht eher zu einer Katze? Hey, Therion kann angreifen. Ich glaube, ich lasse den jetzt auch mal angreifen. Und ich lache, wenn er den jetzt kaputt basht. Na? Schade. Wäre lustig gewesen, ne? Nein, es muss natürlich etwas. Was war das? Blöder denn? Fliege! Putsch! Voll gegen Tisch gehauen! Es ist tot! Und Teriamon bis alias Jonas ein Level up. Yeah, ich hab gewonnen! Nicht du hast gewonnen, deine Digimon haben gewonnen, aber mal jetzt so, ne? Das kann nicht sein! Habe ich nicht genug trainiert? Oder, beziehungsweise, habe ich nicht hart genug trainiert? Nun, halt dein Versprechen. Ja, ja, ich weiß. Das verbotene Land ist die Chrome Mine. Du brauchst mehr als nur die Adresse, um dort hinzukommen. Du brauchst das Miracle D. Klingt ein bisschen wie Miracle Deutsch. Deutsch-Deutsch. From Pandamon at the Sheer Valley. Der Backort. Ich hasse diesen Ort. Weil, Ort der Bugs. Nein, der ist wirklich so, es gibt ein ganzes Gebiet in der Sheer Valley, wenn du da hingehst, lalalala, und dann entweder die Truhe ansprichst oder von Kalumon angesprochen wirst, nimmt das Spiel keine Tastenbefehle mehr an. Oh. So ist, und dann ist die Grand Mind ein Ziel. Aber du musst erst zu Pandamon, bla bla bla. Pandamon auf der Sheer Valley, okay, danke. Tschö, du brauchst mir nicht danken. Klingt ein bisschen wie Impmon aus 3. Ja. Hast recht, klingt tatsächlich wie Impmon. Und nun verschwinde aus meinem Blickfeld. Bäh. Wait and see. Warte und seh ab. Keine Ahnung. Ich werde noch mehr trainieren. Und ich werde dich das nächste Mal besiegen. Glaubt ihr, ich trainiere nicht? Oh, ich habe einen Digimon Farm Report von Kalumon. Nein. Nein, halt die Fresse, Kalumon. Na 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 na. Kalu. Guck mal, ich hab's auch in Teriamon. Oh, komm, ich hab eine neue Adresse gekriegt. Sheer Valley, da kann man auch gut trainieren. Da hab ich früher mal trainiert. Also, als ich das erste Mal angespielt habe. Denn hier kommen Erdramons. Auf jeden Fall. Hier, den hab ich auch mal trainiert. Mhm. Und Tyrannomons. Hübsch. Und ein Renamon. Ey. Hey, cool. Und Renamon ist scheiße schnell. Gomamon ist mein schnellster und, naja, du siehst, er kam nicht vor Renamon dran, ne? Und er kann zweimal angreifen. Anscheinend. Egal. Ein bisschen Training muss sein, da kommt, glaube ich, nachher noch ein Kampf. Es kommen nachher noch extreme Kämpfe, aber hallo. Weiter bist du, das bin ich nie gekommen, weil ich dann keine Lust hatte zu trainieren. Boah, Renamon, oh, ja. Stirb endlich! Du bist erst ein Stirb, Ruki. Stirb! Weißt du, drei Rookies hauen auf Renamon rum, bis der stirbt. Sag mal, wieso wolltest du das nicht fangen? Ich denke mal, Schnelligkeit wäre doch gar nicht so schlecht. Ich habe mein Team schon festgelegt, was ich haben will. Mhm. Das sind nicht Gomamon und Gabumon. Die sind nur dabei, weil die anderen beiden noch nicht da waren. Die treffe ich nachher. Ist nicht mehr weit, bis ich die beiden treffe, die ich haben will. Mhm. Einmal Teriamons Mega-Level will ich haben. Dann ein, wie hieß dieses Ding? Irgend so ein Techno... Dieses Zahnrad-Digimon da, ne? Mhm. Das wird dann zu Hyandromon. Hi Andromon. Wieso? Das andere, dieses Metallding wäre auch zu Herr Andromon geworden. Ich weiß, aber ich will es von klein auf groß sehen. Damit auf jeden Fall freundschaftvollen Wert hat und so. Ah, da ist es Erdramon. Hallo.
Alles klar. Mhm. Hey, Dino Homo Mann! Schön, dass du es den kennst. Hey bitte, das ist immerhin beim Data Kristall für Single der Partner gewesen. Echt? Als Kotamon. Als Kotamon, dann Dino Humon, dann irgendwas mit, ich weiß es jetzt nicht so genau, irgend so ein rosa Vieh mit so Klingen an den Armen. Dass das rumgeflogen ist und danach war es / Angemon ein Mega. Achso, ist Angemon, kenn ich. Mann, ich hätte schon mal gesehen. Gesehen ist gut. Ich gehe in die Straße und sehe einen Digimon. Hey! Ey, das ist genauso wie mit Transformers, Sentinel Prime. Ein paar durchgeknallte Ironhide-Fans stehen auf der Straße und rufen dann den nächstbesten Feuerwehrauto nach. Sentinel! Das werde ich dir nie vergeben! Hallo! Was nur traurig ist, man kriegt in dem Spiel kein Wemon, die komplette Line nicht. Die muss man irgendwie im Mehrspielermodus freischalten. Naja, ich habe ja trotzdem noch... Es gibt sogar Reptil-Dramon hier drin. Ach, Tiger Waspemon. Reptil-Dramon, Toyas Partner. Ich weiß, aber wenn du die ganze Line hinkriegen würdest, das wäre doch mal geil. Ich glaube, Monodramon gibt's hier nicht. Schade. Und Tiger Waspemon glaube ich auch nicht. Mann, ich würde die Spiele am liebsten alle hacken und eine Data Crystals-Version rausmachen. Ja, das wäre geil. Oder man fragt einfach einen der Profi-Hacker, die sich damit auskennen. Ja. Vielleicht bringen sie es auf Deutsch raus. Die Hacker, wenn man sie darum bitten würde. Würde nur ein Deutsch-Patch reichen. Warum kämpfe ich eigentlich gegen die beiden? Warum sind die schwächer als Dark Tyrannomon? Eine kollektive Frage. Deutsch-Patch, wie meinst du nur das? Es gibt irgendwelche Leute, die schreiben einfach den Quellcode, so gesehen, auf Deutsch einfach um. Also es gibt viele Spiele, die eigentlich noch nie auf Deutsch rausgekommen sind, die einen Patch gekriegt haben. Patch lädst du ja auch andauernd runter, wenn du Perfect World startest. Und dafür gibt's auch schon einen Patch, oder? Nee, ich glaube nicht, habe ich nicht gesehen. Wäre aber auch mal eine Lösung. Ich kann ja noch mal gucken, was, ob die da irgendwas zu schreiben, aber ich glaube, das Spiel ist nicht bekannt genug dafür. Wow. Stimmt, ich habe auch nur per Zufall davon gehört mal. Ja, hier Digimon Card habe ich nur gesehen, als ich mal im Internet ein bisschen zu Digimon gesurft habe und dann standen da alle Games in aller Liste. Und da war dann eben Digimon Card bei. Ich überlege trotzdem, ob es hier einen Endbosskampf gab. Oh, ich steig bald wieder ein Level. So, Maus, komm mal her. Ey, ich bin deine Maus. Da, da, da. So. Ich will den da. Na gut, dann mach ich den so. Schöne Maus. Eins. Oh, lag. Lag. Okay. Das war jetzt unnötig. Egal. Ich will jetzt eh mal was nachgucken. Ich will was nachgucken, du blödes Spiel. Da. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Sag mal, wann kannst du bestimmen, wann es sich weiterentwickelt? Das ist mit dem Level festgelegt. Garurumon brauche ich Level 18 und eine Stärke von 120. Ich glaube, es ist scheiß Stärke. Hat aber noch nicht, aber da fehlen noch ein paar Level für. Jetzt wüsste ich gerne, wo die R-Taste ist. Das weiß ich nämlich nicht. Nur, wann baust du? Evolutionslinie. Patamon entwickelt sich recht schnell. Ich hatte Level 22. Ich hätte gern Sonderbonbons. So wie bei Pokémon. Ja. Dann müsste ich die nächste Woche trainieren. Wie viel brauchst du noch? Karayamon ist Level 14 und er hat seine Stärke schon voll. Wow. Okay, wie viel braucht er dann noch? Noch einiges. Wir brauchen alle noch ziemlich lange, bis sie sich entwickeln wieder. Digitieren, tut mir leid, beim Spiel. Nein, man kann es aber schon durchaus mit Pokémon vergleichen. Ja, wobei... das ist besser. Man kann sich zum Teil aussuchen, zu was sie werden. Was ist denn weiter? Ist das hier eine Sackgasse? Cool.
Also zum Teil kann man sich aussuchen. Ganz am Anfang Tsunomon konnte ich mir entscheiden, aber Gabumon, Gaumon oder keine Ahnung, was Mon wird. Und komm, übertreibt's nicht. Flucht? Kann ich noch nicht. Das sind zwei schnelle Digimon vor mir dran. Jetzt kommt Serenamon und macht mehr Schaden. Ne, zum Glück nicht. Wäre ja sonst ein bisschen lächerlich gewesen. Aber wenn man jetzt mal angreift, macht er mehr Schaden. Tschüssi, ich bin hier weg. Ja, ja. Und die sind schon wieder 15 Minuten rum. Wir machen diesen Part jetzt ein bisschen länger. Hey. Stehen bleiben. Yo. Da lang. Hier, deswegen kann man hier super trainieren, weißt du? Da kommen so hohe Digimon überall, ne? Aber. Ey. Nein! Das will ich eher am Anfang machen. Und schon wieder ein Erdramon. Und was hast du heute dabei? Ein Bruder, hm? Und sind beide gleich dran. Oder ist es der Cousin zweiten Grades? Oder sein Zockpartner. Oh Gott. Genau, ich mach nochmal einen Channel Change und nenne mich jetzt Erdramon. Erdramon lässt mich nicht, das ist wörtlich. Ich glaube, es wäre ziemlich lustig, wenn man das Spiel hacken könnte und dann so ein Almagusmon als Feind hätte oder so. Oder Regulux! Ist doch dasselbe. Wildes Almagus schwult dich an. Und das ist jetzt niemals von mir der Spruch, sondern den hat, kennst du Super Paper Mario? Für die Wii? Ja. Die Wii-Version, ja. Ne? Da ist ja Graf Knickwitz der Feind. Und als ich dem Manda das Bild von dem gezeigt hat, hat er mir ganz spontan per INS geschrieben, Regelux schwult dich an. Oh mein Gott. Bestimmt regt er sich danach gleich wieder auf. Ey, warum erinnerst du dich an so einen Scheiß? Ja, ja, der liebe Manda. Der liebe Manda. Rino. Ich glaube, es ist ungesund mit dir zu Let's Playen. Wie soll nur unser Perfect World Together aussehen? Keine Ahnung, ist wahrscheinlich eine Lachattacke nach der anderen. Ja, ja. Vor allem, weil wir auch noch Toya und Ares spielen, ne? Und ja. Schon wieder ein Erdramon, welche Überraschung. Und schon wieder ein Erdramon, welche Überraschung. Ey, vielleicht sind das Cousin und Cousine. Oder ein Ehepaar, altes. Genau. Ja, ein altes Ehepaar. Ich bin nicht mehr so schnell. Deswegen dürft ihr als Erstes. Also, ehrlich gesagt, höchstwahrscheinlich beschweren sie sich dann gleich über die Ruhestörung. Ja. Kinderlachen ist nicht erlaubt, ich gehe vor Gericht. Bitte, bin nichts vor Gericht. Oh, da ist eine Truhe. Ja, aber bitte, will nichts vor Gericht, mein Papa muss wieder zum Gericht. Okay. Schon wieder ein Renamon. Und schon wieder du. Und ist da jetzt noch ein Tyrannomon bei? Wow, dieselbe Kampfaufstellung hatten wir schon mal. Jo. Jetzt machen wir Goma fertig. Nein, Jonas! Nein! Nein, Teddy! Nein! Mr. Bean? Ja! Solange man nicht mit Johnny English kommt, ist alles okay. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab schon in Englisch gesehen. Nicht das Wahre? Nicht mein Typ. Ach so. Das ist so richtig schöne James Bond Verarsche und ich mag keinen James Bond. Ach so. Ich mag Verarschen im Allgemeinen eigentlich ziemlich gerne, vor allem wenn die gut geworden sind. Johnny English ist einfach ein Fall für sich. Einige Leute mögen ihn, einige Leute wiederum nicht. Ja. Der war auch bei der Hochzeit vom Prinz, wie hieß er nochmal? William. Oder? Ja, Truhe hole ich mir später. Ich meine schon, dass es die beiden waren. Das ist ja jetzt ganz frisch.
Zur Not, Leute, wisst ihr, welches englische Adelspaar dieses Jahr, ne? Geheiratet hat? Ja. Schreibt mir es unter die Kommentare. Und da ich ja eh ein anspruchsvolles für Kinder eigentlich biete, oder noch nicht, Regelux ist nicht jugendfrei. Fall aber nicht vom Stuhl. Gottverdammte Fliege. Wisst ihr was? Geil. Also, alle kleinen Kinder müssen dieses Video weghören. Das sage ich natürlich jetzt, nachdem alles kam. Ich würde mal sagen, nochmal hier ein kurzer Schnitt. Prost.